Es kommt immer mal wieder vor, dass ein bekannter Designer sich entscheidet, etwas für ihn absolut Untypisches zu machen. Das ist für einen Sammler dann immer natürlich ein sehr interessantes Messer. Heute geht es um das Messer, das bei keinem, den ich kenne, im letzten Jahr auf dem Radar irgendwie aufgetaucht ist. Heute dreht sich alles um das Kershaw Capsule. Ein Jens Anso Design. Los geht's! Tja, was ist jetzt typisch für Jens Anso? Typisch für Jens Anso, so von meinem Begriff her, wäre zum Beispiel das Haddock. Von der Formsprache her, die Ergonomie, es ist ein wunderschönes Messer und das spricht einfach Jens Anso für mich. Das Pingo von Spyderco wäre so ein typisches Messer, wobei das ist auch wieder, ich meine, wenn man sich das hier anschaut, dann kann man natürlich auch die Ähnlichkeit sehen. Ich habe jetzt kein Pingo da, aber das kennt ja fast jeder. Das ist übrigens in Zusammenarbeit auch mit Jesper Voxnes entstanden und wenn wir schon dabei sind, Giant Mouse, auch typisches Jens Anso, was man so damit in Verbindung bringt. Also auch von den Materialien her, das Micarta, also wirklich eine schöne Umsetzung eines traditionellen Messers. Was man nicht so gewohnt ist, ist ein sehr modernes, futuristisches Messer. Nicht, dass der Mann das nicht kann, ganz im Gegenteil, der kann das wirklich sehr gut. Man ist es nur nicht gewohnt. Und deswegen finde ich für mich als Sammler, hat das Kershaw Capsule absolut Sinn gemacht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich meine, ich weiß, alle 3 Jahre muss man die Star Wars Trilogie anschauen, sonst gewinnt die dunkle Seite der Macht. Vielleicht ist das passiert, vielleicht hat er den Mandalorian gesehen oder vielleicht sogar den Film Event Horizon und ist inspiriert worden. Ich weiß, er spricht ein ziemlich gutes Deutsch. Ich bezweifle zwar, dass er jemals dieses Video sehen wird, aber wenn, mich würde es echt mal interessieren, was ihn bewegt hat, das Messer zu machen. Und damit ich euch das Messer jetzt besser zeigen kann, hole ich jetzt die Kamera von oben und da werfen wir mal einen richtig schönen Blick drauf. So, da haben wir es jetzt. Was ist das Ding denn genau? Packen wir es mal aus. Also typische Kershaw-Verpackung und da ist das Teil. Mehr ist es tatsächlich nicht. Und zwar ist ein sogenanntes OTF. OTF steht für Out the Front. Und zwar ein manuelles Springmesser, könnte man sagen. OTF sind ja meistens Automatik, ne? Springmesser. Absolut coole Nummer. Wenn man sich das so anschaut, es hat schon ein bisschen was von dem Mandalorian. Okay, vielleicht nicht blau-schwarz von den Farben her, aber das ist echt toll gemacht. Und hier verriegelt es, wenn ich dann drauf drücke und es nach vorne schiebe, verriegelt es vorne auch nochmal. Die wichtigste Frage, die jetzt kommen wird, sind beide Seiten geschliffen? Nein, sind sie nicht. Die eine Seite nicht. Es sieht zwar natürlich aus wie ein, wie ein beidseitig geschliffenes Springmesser, ist es aber nicht. Und schauen wir uns mal die Größe an. Also hier habe ich ein Bugout Mini daneben, ein Biblio vielleicht. Na, machen wir es mal so, damit es passend ist. Dann vielleicht ein normales Bugout oder vielleicht noch ein Grand. Wisst ihr, was ich finde, das am meisten dazu passt, was am ähnlichsten ist? Ein Autoschlüssel. Also von der Größe her ist es wie ein Autoschlüssel. Alles andere ist größer. Also alle Messer, die ich jetzt hierher gelegt habe, sind alle größer als dieses Teil. Autoschlüssel wäre der richtige Vergleich. Das kann alles mal weg. Wenn ich hier tatsächlich mal herschaue, klar, OTFs haben vorne immer ein kleines bisschen Spiel. Kann man das vielleicht hören? Moment. Klingenspiel, was ein schönes Wort. Macht Spaß? Ja. Spielst die ganze Zeit mit rum. Was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Messer? Ich meine, es hat sogar einen Clip dran. Ich könnte es sogar an die Hose machen. Aber ist das jetzt ein Messer? Ist das ein Boxcutter? Was ist denn das genau? Ich habe hier nochmal so einen Loop. So einen richtigen Lanyard-Loop. Also ich könnte da einen Schlüsselring dran machen und dann würde das, wenn ich das hier an den Schlüsselring dran mache, der Unterschied ist jetzt nicht mehr so groß.
Ist das Ding jetzt 42A-konform? Nächste Frage. Ist das überhaupt ein Messer oder ist das ein Boxcutter? Ist das 42A-konform? Im Endeffekt, klar, es ist nicht beidseitig geschliffen, es ist klein, aber hier vorne verriegelt es. Ist es vielleicht, weil ich es mit einer Hand öffnen kann und es verriegelt vorne, ist es nicht mehr 42A-konform? Beziehungsweise, wenn das jetzt nicht eine feste Klinge wäre, sondern wenn ich hier eine Wechselklinge reinmachen könnte, wäre es dann, was ist es denn dann, ein Mini-Teppichmesser? Keine Ahnung, ich bin kein Anwalt, ich kann mir das nicht zumuten, da irgendwie zu sagen, was das genau ist. Ich weiß gar nicht, ob man das hier in der Nähe sehen kann. Ja, der Stahl ist jetzt natürlich nicht der beste Stahl. Ne? Ich meine, das ist 8CR13 MOV. Und wenn man mal so ganz genau hinkriegt, vielleicht kann ich es einfangen, dann ist die Linie auch nicht exakt mittig. Und vorne, das ist nicht spitz, das ist abgerundet. Ist auch interessant, tierisch interessant, für einen Sammler absolut coole Nummer. Was habe ich dafür bezahlt? Ich habe jetzt bezahlt, da müssen wir anders machen. In Amerika kostet dieses Ding $32, also $31 und noch was. Das sind ein paar und 20 Euro. Finde ich absolut gerechtfertigt, finde ich vollkommen okay, ist überhaupt kein Thema. Und jetzt muss ich tatsächlich mal was sagen, was vielleicht nicht so tausendprozentig gut ist. Und es hat überhaupt nichts mit den Shops zu tun, die das verkaufen. Hier geht es tatsächlich um die Importeure, die Leute, die das Ding importieren. Leute, Amerika $32, bei uns 50 Euro, ernsthaft? Ich meine, ich habe jetzt keine 50 Euro bezahlt, ich habe es bei Come to You Bivac bestellt und ich hatte da noch irgendwie Gutscheine und so weiter, ich habe so 40 Euro für bezahlt irgendwie. Aber mal ganz ehrlich, da können die Shops, die das verkaufen, nichts dafür, das hat mit den Importeuren zu tun. Wenn das in Amerika für 32 Euro verkauft wird, bin ich mir sehr sicher, dass es eine Möglichkeit gibt, das auch in Deutschland, sagen wir mal, vielleicht für 30, 35 Euro zu verkaufen. Wenn wir das Kershaw Shuffle anschauen, das kostet in Amerika auch nicht mehr als hier, beziehungsweise auch nicht weniger als hier. Das ist fast der gleiche Preis, also deswegen. Super cooles Teil, ich finde es echt schön, das macht Spaß, das ist echt was für einen Sammler. Ich weiß nicht, ob es 42A-konform ist oder nicht, aber es macht echt Spaß. Es ist eine coole Nummer. Es erinnert mich so ein bisschen an Star Wars, vielleicht ein bisschen an Event Horizon. Wenn die Farbe ein bisschen abblättern würde, wer den Film übrigens nicht gesehen hat, genialer Film. Absolut anschauen, Kultfilm. Es macht Spaß. Ich finde es absolut interessant. Ich kann es jedem nur empfehlen. Wenn ihr Bock auf sowas habt, guckt mal bei Come to You Bivac. Die sind super nett, die Leute auch dort. Also hatte ich auch schon Kontakt. Wirklich absolut freundliches Team. Bestelle ich auch sehr gerne. Wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr auf Jens Anso steht und mal was absolut Untypisches von ihm haben wollt. Also das wäre jetzt ein Giant Maus, was man so kennt. Und ich meine, guckt euch das mal an. Das ist wirklich, man würde nicht glauben, dass da der gleiche Designer die Hände im Spiel hat. Ich finde es genial. Mir macht es absoluten Spaß. Ich kann es euch ans Herz legen. Guckt es euch mal an, wenn ihr Bock habt, wenn ihr da Interesse habt. Klaus, du stehst doch auf so kleine Messer. Du weißt, wer du bist. Das wäre vielleicht was für dich. Müsstest halt dich nur noch mal wirklich wegen dieser 42A-Konformität oder Nicht-Konformität informieren. Tja, das war das Unboxing zum Kershaw Capsule. Tja, was ist es jetzt? Ist es ein Messer? Ist es ein Boxcutter? Ist es ein Schlüsselanhängermesser? Ist es 42A-konform? Ich lasse euch das entscheiden. Eins kann ich euch sagen, Spaß macht das Ding auf jeden Fall und es macht sich echt gut in der Sammlung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Es gibt vieles zu entdecken. Ich würde mich sehr freuen, dich mit an Bord zu haben. Und für die, die schon dabei sind, ich soll euch nochmal an diese Glocke erinnern, die ich selber immer noch nicht so ganz verstanden habe. Mir ist aber wichtig, dass ihr euch auf keinen Fall unterkriegen lasst. Haltet die Ohren steif, wir sehen uns im nächsten Video. Und das Ding kommt jetzt an meinen Schlüssel. Oder nicht? Oder doch?